Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu Backfokus vom 29.11.2016. Heute wieder mit ein paar ganz interessanten Splittern aus der Welt der Fotografie, vornehmlich aus der letzten Woche. Ein paar Sachen auch, die schon etwas länger zurückliegen, aber auf jeden Fall ein paar sehr interessante Themen. Und dann legen wir auch direkt los. Das erste, was ich euch heute vorstellen wollte, war eine neue App, tatsächlich eine App, die in der vergangenen Woche aus dem Haus Google vorgestellt wurde, und zwar ein Fotoscanner. Bilder mit dem Handy oder dem Smartphone abzufotografieren ist keine wirklich neue Idee. Der Ansatz, den man beim Google Fotoscanner geht, ist dann schon ein bisschen neu, denn die App verspricht, eine ganze Menge automatisch zu machen. Im Grundsatz werden dazu mehrere Bilder von einem Foto geschossen. Dann erkennt die Software automatisch, wo diese Bilder zusammengehören. Also ähnlich wie so eine Panorama-Funktion werden die Bilder miteinander verrechnet. Dabei werden dann Blendungen entfernt, die zum Beispiel durch Lichtquellen im Raum auf Glas entstanden sind. Man muss die Bilder also nicht vorher aus dem Rahmen nehmen. Und durch die mehrfache Aufnahme können die halt ausgerechnet werden. Rahmen werden entfernt, auch weiße Ränder werden entfernt. Die Farben werden dann ein bisschen aufgepusht. Und dann sollen da eigentlich ganz toll verwendbare Ergebnisse rauskommen. Allein, obwohl wir hier im Haus zwei Galaxy-Telefone und auch ein iPad irgendwo rumfliegen haben, keins der vorhandenen Geräte entspricht den Anforderungen, die diese Scan-Software, die eigentlich nur die Kamera bedient, an das Gerät angeblich stellt. Also ich hätte es gerne hier in einem Live-Test vorgeführt, wird aber nichts draus, weil die Technik da nicht mitspielt. Wer sich interessiert dafür, der sucht gerne mal nach dem Google Fotoscanner. Gibt es dann ein ganz nettes Video, bei dem ich dann doch schmunzeln musste, da ans Herz gelegt wird, die schlimme Speicherung von Bildern in Kartons, die ja so unsicher ist, aufzugeben und stattdessen seine Bilder lieber digital, seinem digitalen Leben anzuvertrauen. Komischerweise hat das analoges Speichern von Bildern erwiesenermaßen über hunderte von Jahren funktioniert. Die Cloud muss diesen Beweis erst erbringen. Also in 100 Jahren sprechen wir doch nochmal über das Thema. Und ganz ehrlich, bei dem Gedanken, dass die Bilder, die ich dann da scanne, per Gesichtserkennung und per Geografieerkennung zugeordnet werden und durchforstet werden, so richtig wohl ist mir bei dem Gedanken auch nicht. Aber wie sagte vor kurzem so schön ein Mitarbeiter, mit dem ich über ein Assistenzsystem in einem Auto sprach, die kriegen die Daten ja ohnehin. Es lohnt sich gar nicht, sich dagegen zu wehren. Vielleicht ist Resignation der richtige, ich glaube das nicht, aber vielleicht ist Resignation der richtige Weg, und der Bequemlichkeit halber sollte man dann die Daten ruhig noch über das unbedingt nötige Maß hinaus bekannt geben. Ja, muss dann jeder selbst entscheiden, ob er sein digitales Leben so anreichern möchte, dass auch noch die analogen Bilder dann da irgendwo in der Cloud liegen. Ein anderes Thema, das ich total faszinierend fand, Kurt Moser, genau so heißt er. Kurt Moser auf der Suche ist nach Finanziers für ein Projekt, was er an den Start bringen will. Und zwar hat er ein Ural-LKW, das ist ein uraltes russisches Armeemonster, was so richtig kernig aussieht und wahrscheinlich auch mit Kerzenwachs und Frittenöl fährt. Dem Ural wird nachgesagt, dass er überall hinkommt, und da der überall hinkommt, möchte der gute Kurt Moser eine
Großbildkamera, und zwar Ultra-Großbildkamera, hinten in den LKW einbauen, sozusagen eine fahrende Kamera, und damit dann Berglandschaften fotografieren. Die Idee ist nicht ganz neu. Ich habe vor, ja, ich glaube 2 Jahre ist das her, mal einen unglaublich faszinierenden Film mit Chase Jarvis gesehen, und zwar von der, ich glaube, das war aus der Framed Show. Ich verlinke das aber mal hier unten auf jeden Fall. Das Video ist über 2 Stunden lang. Also auf jeden Fall da ein bisschen Zeit mitbringen, ist aber wahnsinnig faszinierend, denn Ian Rother, das ist der Fotograf, der in der Folge vorgestellt wird, hat das Ganze schon gemacht, nämlich einen LKW in eine fahrbare Kamera umgebaut und turnt damit durchs Land und macht Naskolodium-Fotografie. Und wie aufwendig das Ganze ist, aber wie beeindruckend auch die Ergebnisse sind, die man da rausholen kann, das wird live quasi in dieser Folge gezeigt. Und ja, also wenn man da nicht nachher fasziniert ist von dieser Technik und auch der Qualität, die da am Ende bei rauskommt, der Look dieser Unikate, dann ja, weiß ich es auch nicht. Dazu gab es damals auch einen Film, Silver and Light, eine Dokumentation. Aber ich denke, dieses YouTube-Video ist im Vergleich zu diesem 24-Minuten-Film, den man dann sicher auch findet, wesentlich aufschlussreicher, weil es da wirklich hinter die Kulissen geht. Man begleitet den Fotografen mit in den Dunkelbereich seines LKWs, wo also das Bild scharf gestellt wird, und man erfährt, was für das Wahnsinns-Licht-Setup, was nötig ist, um die Porträtbilder da zu machen. Ja, und man sieht auch die Ergebnisse nachher mit selbstgemischter Chemie und sowohl für die Beschichtung als auch für den Entwicklungsprozess. Ist ein ganz, ganz faszinierendes Feld, und wie gesagt, in der Größe dann Unikate. Das hat schon was, ja. Wenn wir schon bei Ultra-Großformaten und Unikaten sind, dann hier an der Stelle auch nochmal der Hinweis auf eine begehbare Kamera, die es in Berlin gibt. Auch dazu hier unten der Link. Da kann man tatsächlich ein Fotoshooting buchen. Ich glaube, 180 € kostet da ein Bild. In Lebensgröße, 1:1 wird man da fotografiert. Da haben dann die größeren, breiteren Menschen etwas mehr Bang for the Buck, kriegen dann einfach das größere Bild. Aber im Prinzip ist das ja ein eigenes Porträt in Lebensgröße. Das hat nicht jeder. Das wird in dem Fall nicht auf Nassplatte gemacht, sondern auf direkt empfindlichem Fotopapier. Aber dann, wie gesagt, im Maßstab 1:1 stellt man sich davor und wird abgelichtet. Und das ist natürlich nicht nur das Bild, was man da mit nach Hause nimmt, sondern ein absolut abenteuerlichen Fotografietag, ganz außergewöhnlich. Also ich denke, das ist etwas, mit dem man durchaus ja, anderen Fotografiebegeisterten eine Freude machen kann, aber vielleicht kann man das auch selber auf die Weihnachts- oder Geburtstagswunschliste schreiben und sich dann mal mit so einem Tag verwöhnen lassen. Neuigkeiten gibt es auch von der 25-Euro-Challenge. Zum einen die Neuigkeit, dass ich da fürchterlich feststecke. Ich hatte mir so eine schöne oder habe mir eine so schöne Idee wirklich abenteuerlich zurechtgelegt, wie ich ohne weitere Investitionen darangehen wollte, Film zu entwickeln. Das hätte mich unheimlich gereizt, und es reizt mich unheimlich, das in einem Video mal umzusetzen und zu präsentieren. Allein scheitert es im Augenblick an der Tatsache, dass ich keinen Dienstleister finde, der mir nachher zu ja, Challenge-würdigen Preisen Ausbelichtungen herstellt. Ich werde also dann wahrscheinlich auch den Weg über Scans gehen müssen. Aber noch gebe ich nicht auf. Bis Januar ist noch eine Weile hin, und vielleicht tut sich da noch die ein oder andere Tür oder Möglichkeit auf.
Falls jemand draußen einen sachdienlichen Hinweis, so heißt das, glaube ich, hat, wo sehr preisgünstig und vor allen Dingen dann für jeden nachvollziehbar. Also ich natürlich kenne ich Leute, die eine Dunkelkammer haben und wo ich für einen Apfel und ein Ei für ein Abendessen oder was weiß ich was meine Filme ausbelichten könnte. Aber darum geht es ja nicht. Also es soll ja so sein, dass es tatsächlich für jeden nachvollziehbar ist. Also muss das ein offizieller Anbieter sein, das Angebot regulär. Wenn also jemand da sachdienliche Hinweise hat, gerne unten in die Kommentare, würde mir im Moment ein wenig die Sorgenfalten glätten und ich könnte mich mehr um die Beschaffung von Weihnachtsgeschenken kümmern, als ständig zu recherchieren, wo man denn Bilder ausbelichten kann. Aber über die Challenge und ansonsten auch mehr über das Thema analoge Fotografie durfte ich sprechen in einem Gespräch mit dem Fotowalker. Der hat mich nämlich für seine Podcast-Folge recht ausführlich interviewt. Das Ganze gibt es auf der Webseite vom Fotowalker. Link natürlich da unten. Da kann man sich das Ganze anhören. Wer also noch nicht genug von mir nach den Backfocus News hat, kann da gleich weitermachen und wie gesagt, kriegt eine Stunde Informationen rund um das Thema analoge Fotografie. Christian Thieme hat mich da ausführlich zu verschiedensten Aspekten befragt und wir haben ein bisschen zu dem Thema gequatscht. Ist ganz interessant geworden, denke ich. Und als ich dann von der Challenge erzählt habe, hat er sich spontan auch angeteasert gefühlt und überlegt jetzt, welcher Art und Weise er als relativer analogen Neuling da rangehen könnte. Mal sehen, ob da was kommt. Also ich habe gesagt, offiziell zählt das nur, wenn er auch ein Video dazu macht. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Verstärkung und mehr Mitspieler finde ich auf jeden Fall gut. Ganz toll fand ich die mittlerweile drei Videos, die Flanellkamera und Film schon auf seinem Kanal gemacht hat zur 25-Euro-Challenge. Der hat also nicht nur eine Kamera gekauft, die auch gekriegt, sondern auch schon Film bestellt. Das alles live und zum Mitgucken verlinke ich mal hier oben irgendwo als Suggested Video. Kann man gerne mal reingucken. Ich bleib da weiter am Ball und ich habe einen Plan B, also muss ich keiner Sorgen machen, dass mir da nichts einfallen würde, aber das, was ich gerne umsetzen möchte, das gebe ich nicht so schnell auf. Ansonsten Adventszeit, Weihnachtsgeschenke besorgen, die Zeit, die man hat, wird nicht mehr. Dazu haben wir auch noch Redaktionsschluss, also im Augenblick brummt es ganz gut. Ich kann mich über Arbeit wirklich nicht beklagen. Ich hoffe, dass ihr da draußen eine etwas entspanntere und beschaulichere Adventszeit genießen könnt und dass Lohmtrum mit seinem Appell mehr Weihnachtsstimmung nicht ungehört verschallt im Walde. Also macht es euch weihnachtlich und genießt die Zeit. Habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal.